Heute hat Gott diese Botschaft an ihre Tür gesandt, weil er eine große Erlösung in ihrem Leben zu bewirken hat. Eines ihrer Kinder ist in großer Gefahr und es könnte zu einer neuen Tragödie kommen, wenn sie diese Nachricht heute aufgeben. Wenn sie nicht möchten, dass dies geschieht, lassen sie die Engel wissen, dass sie etwas sehr Wichtiges haben, um sie zu befreien. Dies ist die neue Klippe, die in den nächsten 4 Stunden passieren wird. Kein Zweifel. Etwas versucht, in deinen Schatten zu gelangen, und es könnte etwas Böses sein. Wenn sie all dem entfliehen möchten, hören sie sich jeden Teil dieser Botschaft aufrichtig an. Sagen sie bitte Amen. Der Feind versucht also, den Tod innerhalb ihrer Familie herbeizuführen. Allein die Tatsache, dass sie sich entscheiden, diese Botschaft anzuhören, ist bereits ein positiver Punkt. Wisse, dass der Feind dich nicht besiegen kann, es sei denn, du begehst den Fehler, dem Wort Gottes nicht zu gehorchen und so diese Frucht des großen Übels zu ernten. Amen. Gott sagte ihm, er solle ihnen mitteilen, dass er ihnen immer noch traurige Neuigkeiten mitzuteilen hat. Ihre Woche ist voller Meinungsverschiedenheiten. Sie müssen diesem Kreislauf entkommen, in dem der Feind versucht, sie erneut zum Scheitern zu bringen. Bevor es zu spät ist, könnten sie alles verlieren, was sie vor nicht allzu langer Zeit aufbauen mussten. Sagen Sie bitte Amen. Wenn Sie ein treues Kind sind, ein erfüllteres Leben voller Segen führen und Ihre Vergangenheit vergessen möchten, dann bitte ich Sie, noch heute den Angel Message Channel zu abonnieren. Hier können Sie täglich viele Segnungen und Wohlstand auf Ihrem Weg genießen. Durch das Wort Gottes können Sie wirklich den inneren Frieden finden, den Sie suchen. Ich bitte Sie auch, dieses Projekt in die Tat umzusetzen und zu zeigen, dass der Feind besiegt werden wird. Möge Ihr Mitgefühl gegenüber Ihrem eigenen Nächsten zunehmen und so werden Sie ein neuer Mensch voller Glauben und vieler Reichtümer sein. Die Engel bringen nun eine weitere neue Warnung. Sie sollten diese Person zu dem Zeitpunkt, zu dem sie sich in den nächsten Minuten offenbart, nicht aus dem Haus lassen. Wenn das passiert, gerät sie in eine große Sackgasse und sie werden sich schuldig fühlen, dass das alles genau in diesem Moment ihrer Karriere passiert ist. Kommentieren Sie jetzt 24 bis 32, damit Sie diese Nachricht bereits gestartet haben und viele Segen erhalten. Und dass du jedes Mal, wenn du existieren musst, ein neues Gefühl der Hoffnung spürst, das dein Herz berührt, das darin besteht, dass Gott dir sagt, dass du so weitermachen musst, mein Sohn, und dich nicht von allem erschüttern lassen musst, was du durchgemacht hast, Schmerz, denn das wird nur ein Grund sein, dass du das Wort suchen kannst. Gott sagte ihm, er solle ihnen sagen, dass es bereits ein positiver Punkt ist, wenn sie sich die Zeit genommen haben, dieser Botschaft zuzuhören, da sie wissen, dass sie sich für das Wort interessieren. Das ist sehr gut, mein Sohn, damit du es wirklich kannst. Hier wird dich niemand verurteilen, niemand wird dich verurteilen, aber wir arbeiten mit dem, was du tust und den richtigen Entscheidungen, damit du selbst alle deine Sünden bereust und im Lichte des Wortes des Vaters ein neuer Mensch sein kannst, hat dir zu bieten. Du. Die Engel sagen, dass sie nicht auf Kritik und Menschen hören sollten, die ihr Leben negativ beeinflussen. Lassen Sie einfach alle falschen Dinge hinter sich und Sie werden spüren, dass sich Ihr Leben von Tag zu Tag verbessert, weil Sie nicht so viel Neid und Menschen mit sich herumtragen, die nur versuchen, Ihre Willenskraft und Ausdauer zu zerstören, die Sie brauchen, um zu gewinnen. Und heute wird ein neues Gefühl großer Hoffnung in Ihrem Herzen aufkommen, denn Gott ist gekommen, um Ihnen zu zeigen, dass sie nicht allein sind und dass er sie von diesem ganzen Weg der Illusion befreien wird, der ihnen nur viel Unbehagen bereitet und viele Abwerftränen. Das Leiden hat ein Ende, heute können sie von hier weggehen. Es gibt jemanden, der viele Worte für mich hat. Gott, ich muss dir eine weitere Ankündigung machen, denn es gibt jemanden, der dein Essen gegessen hat, aber schon seit einiger Zeit auf jede deiner Bewegungen neidisch ist. Und diese Freundschaft muss enden,
bevor sie ihn ein für allemal wirklich demütigen und in eine andere Welt der Dunkelheit fallen kann, die ihn unglücklich machen wird. Sagen Sie bitte Amen. Die Engel sagen Ihnen, dass Sie, wann immer Sie Ihren Mitmenschen helfen können, auch wenn es mit Worten oder nur einer Umarmung ist, Mitgefühl und Empathie gegenüber Menschen in Not zeigen sollten, die auch große Risiken eingehen. Und so können wir jeden Tag gesegnet sein und auf ihre Weise viel Wohlstand anziehen. Sagen Sie Amen. Schreiben Sie mir 24 bis 32 Uhr, damit Sie auch viele Möglichkeiten anfragen können und dieses Jahr 2023 ganz toll wird. Viele Erfolge werden auch Teil dieser Woche sein, die voller Segen sein wird. Möge das Licht Gottes auf all Ihre größten Ziele fallen, die Sie in den letzten Tagen Ihres Lebens gelebt haben. Amen. Gott sagt, dass der neueste Weg zum Erfolg in Ihrem Leben beginnen wird, und zwar bevor es diesen Monat Januar endet. Sie müssen bereits einige Ihrer Schulden erlassen, die Ihnen auf dem Weg Kopfschmerzen bereiten. Und damit Sie alle Ziele, die Ihnen in dieser neuen Phase Ihres Weges weitergegeben werden, wirklich verstehen können. Amen. Mein Sohn, heute wird der heilende Geist in dein Zuhause eindringen und dann ein Gefühl des Trostes in dein Herz bringen, weil du weißt, dass alle deine Wunden geheilt werden. Aber damit das gelingt, müssen sie wirklich ihren Stolz hinter sich lassen, damit sie aus diesem Kreislauf ausbrechen und alles hinter sich lassen können, was ihnen auf dem Weg Schmerzen bereitet hat. Amen. Die Engel sagen dir, wenn du diesen Teil studierst, solltest du nicht versuchen, diese Botschaft aufzugeben, sonst wirst du Schwäche in deinem Glauben zeigen und dies wird viele Widrigkeiten in deinem Leben nach sich ziehen. Sogar der Feind nährt sich und sorgt für ein großes Drama, und wenn du fällst, wird es zu spät sein. Sag Amen und geh nicht weg. Das ist alles, was ich von dir verlange. Gott spricht darüber, was in den kommenden Tagen passieren wird, unabhängig von ihrem finanziellen Leben und ob sie wirklich ein erfolgreicher Mensch werden können. Sei immer bescheiden. Lass nicht zu, dass dir Geld in den Sinn kommt und dich schlecht aussehen lässt, denn es wird dich korrumpieren und der Feind wird derjenige sein, der glücklich sein wird. Amen. Kommentieren Sie jetzt, Sie haben 34 Stunden und 12 Minuten Zeit, um Ihren Schutz einzufordern. Mögen Sie die endgültige Befreiung erfahren, bevor Sie in all das Böse verfallen, das der Feind Ihnen in den Weg legen will. Aber er wird es nicht können, denn das Licht, das ihn beschützt, wird es tun. Halten Sie sich nicht zurück, und weil es von Gott kommt, wird es Ihnen jedes Mal gewährt, wenn Sie seine Gegenwart suchen. Sagen Sie jetzt bitte Amen. Diejenigen, die schon einmal eine Vision hatten, wo auch immer ihr Tisch steht, in diesem Monat wird es vielleicht reichlich Fülle geben. Und sie werden nur fallen, wenn sie diese Nachricht aufgeben. Wenn sie viele Siege erringen möchten und wissen, dass all die Kritik und Demütigung, die sie einmal in ihrem Leben erlitten haben, dazu beigetragen hat, sie stärker zu machen, hinterlassen Sie bitte jetzt Ihr Gefällt mir. Mein Sohn, die Hoffnung, die du heute in deinem Herzen trägst und die niemals enden kann, liegt daran, dass du durch Christus die Kraft hast, jeden schwierigen Tag zu überwinden und zu kämpfen. Ich weiß, dass es überhaupt nicht einfach ist, aber was sie wirklich anstreben sollten, ist, alle ihre Gefühle durch Worte zu vervollkommnen, und dann werden sie spüren, dass der gesamte Weg, den sie eingeschlagen haben, nicht umsonst ist. Gott möchte diese Veränderung wirklich sehen, mein Sohn. Er möchte, dass Sie und Ihre Familie gesegnet werden. Er möchte alles wiederherstellen, was Sie in der Vergangenheit verloren haben, und die vielen Segnungen verdoppeln, die Sie in der Gegenwart hierher erhalten. Glauben Sie einfach mit all Ihrem Glauben an diese Botschaft und Sie werden sich glücklich fühlen. Die Engel hatten eine Vision, in der ein Mensch, ein junger Mann aus seiner Familie, aufgrund der Grausamkeit, die der Feind auf seinem Weg anrichtet, gehen und nie wieder zurückkehren könnte.
Und wenn sie dieselbe Person sind, kann es zu spät sein, diese Nachricht zu vermeiden. Deshalb schlage ich vor, dass sie wirklich ein für allemal nicht gehen. Lasst ein Like da und hört bei jedem Schritt zu, was mit mir passieren wird. Schreiben Sie mit mir 134 und bitten Sie darum, dass auch Ihre Familie Ihren Teil des Segens erhält. Mögen Sie ein besseres und umfassenderes Leben anstreben. Und möge all das Leid, das Sie durchgemacht haben, Sie zu einem stärkeren und ausdauernderen Menschen im Glauben machen. Lass nichts anderes deine Willenskraft erschüttern. Sagen Sie Amen. Gott ist der Einzige, der, wann immer du fällst, bereit ist, seine Hände auszustrecken, um dich aufzurichten. Im Gegensatz zu vielen, die nur dazu da sind, dich zu konsumieren und dich nur für das zu benutzen, was du hast. Seien sie ein aufmerksamerer Mensch und sie werden erkennen, dass es in dieser grausamen Welt viele Übel gibt. Aber wenn sie jeden von ihnen vermeiden, werden sie tatsächlich einen besseren Weg finden. Sagen Sie Amen. Mein Sohn, sag mir, mit wem du Zeit verbringst, ich werde dir sagen, wer du bist. Dies ist ein sehr wirkungsvoller Spruch, den Sie in Ihrem Leben anwenden müssen. Denn das ist eine große Wahrheit. Es gibt viele Menschen, die falsch sind und nur für das, was sie haben, an ihrer Seite sind und nicht für das, was sie zu ihrem Weg beitragen können. Also, öffne deine Augen und sei vorsichtig. Die Engel sagen ihnen, dass neuer Erfolg in ihr Leben kommen wird. Es wird ein finanzieller Segen sein, der in den nächsten 73 Stunden eintreffen wird. Dies wird ihnen helfen, ein großes Problem zu überwinden, das ihnen die körperliche, geistige und seelische Erleichterung nimmt. Es geht darum, alle Kräfte abzuschütteln, die man braucht, um zu gewinnen. Sagen Sie Amen. Was Gott jetzt sagt, ist, dass er wirklich eine Veränderung in Ihrem Herzen sehen möchte. Von heute an müssen Sie daran glauben, dass Ihr Glaube Berge versetzen kann und dass vor Ihren Augen nichts unmöglich ist. Sie sollten immer bei Gott nach Stärke suchen. Denn nur er hat die Macht, deinen Weg zu verändern und Segen zu bringen. Und hören Sie auf, sich über die Dinge zu beschweren, die sie erlebt haben. Denn das wird dich nur immer tiefer sinken lassen. Sagen Sie Amen. Kommentieren Sie jetzt 14.11, um zu bestätigen, dass auch Sie Teil eines neuen Plans und eines neuen Dienstes sein können, der heute hier beginnen wird. Das wird viele Füllen haben. Dass auf Ihrer Reise ein riesiges finanzielles Wunder geschehen wird. Wenn Sie die Bedeutung von allem zeigen, was Ihnen im Weg steht, müssen Sie wissen, dass es wahr wird. Sagen Sie Amen. Gott sagt, dass mit jedem Tag die Sünden zunehmen und die Liebe, die in den Herzen vieler existierte, erkaltet. Deshalb ist es wichtig, jeden Tag innezuhalten, einer unserer Botschaften zuzuhören und sich mit Gott zu verbinden, damit Ihre Liebe nicht endet und Ihr Glaube wirklich beständig ist, damit Sie alles abschirmen können, was Ihnen im Inneren wehtut. Amen. Die Engel sagen dir, dass heute etwas Schreckliches in deinem Leben passieren könnte, wie zum Beispiel um 11.30 Uhr morgens, im Leben von jemandem, der zur Arbeit geht und vielleicht nicht zurückkommt. Wenn Sie ihn beschützen wollen, sprechen Sie sich für ihn aus und befreien Sie ihn. Der letzte Schritt besteht darin, diese Nachricht mit mindestens zwei Personen in Ihrer Familie zu teilen, und es können nur Männer sein. Gott sagte mir, ich solle sehr dringend sagen, dass Sie wirklich auf diese ganze Botschaft hören müssen, da er die neueste Richtung für Ihr Leben vorschlägt. Dies wird viele Segnungen mit sich bringen und ab dieser Woche werden sich neue Möglichkeiten ergeben. Es wird auf Ihrer Reise sehr lohnend sein. Kommentieren Sie jetzt um 16 Uhr und 11 Minuten, damit Sie diese neue, vom Glauben erfüllte Reise neu starten können. All dieses Bedürfnis, das Sie im Leben durchleben, besteht darin, später ein gutes Beispiel zu sein und zu zeigen, dass Sie sich wirklich verändert haben. Ihre gesamte finanzielle Realität wird sich ändern,
weil sie in ihrem gesamten Leben und bei all ihren großen Plänen und Zielen zunächst die Gegenwart Gottes gesucht haben. Die Engel warnen sie, dass sie ihnen auch einen Hinweis auf eine Person geben werden, die versucht, ihnen eine große Falle zu stellen, um sie zu Fall zu bringen und ihr finanzielles Projekt zu beenden, das sie schon seit langem auf die Beine stellen wollen. Dies geschieht aus Neid, denn sie kann es nicht ertragen, ihn glücklich zu sehen, und ihr Leben wird immer frustrierender. Wenn sie also wissen wollen, wer es ist, gehen sie nicht weg. Der Feind versucht, den letzten Konflikt in ihrem Leben zu provozieren, und es könnte jemand in ihrer Familie sein, der versucht, diese Frau auszunutzen, um viele negative Früchte anzuziehen. Wenn sie ein Like hinterlassen können, decken sie am besten das nächste große Geheimnis auf, das von nun an noch erwähnt wird. Gott sagt, dass er immer der Einzige war, der sie in den guten und schwierigen Zeiten ihres Lebens begleitet hat. Dafür sollten sie dankbarer sein. Nur weil du heute lebendig aufgewacht bist, ist das eine neue Leistung, ein neuer Sieg auf deiner Reise. Deshalb sollten sie anfangen, sich in ihrem Namen zu bedanken. Tochter, wenn du in deinem Leben heikle Momente durchgemacht hast, rate ich dir, diese Botschaft dein Herz berühren zu lassen, um deine Gefühle zu formen und eine neue Phase großer Fülle in dein Leben zu bringen. Kein Leid ist ewig, all dies ist vorübergehend, und wenn sie alles glauben, was gesagt wird, sollten sie wissen, dass von hier aus alles als neuer Segen herauskommen wird. Amen. Schreiben Sie mir jetzt ebenfalls um 17 Uhr und 14 Minuten mit der Bitte, dass Sie sich von allem fernhalten, was Sie innerlich und äußerlich zerstört, und dass alle Energien, die versuchen, Ihren besten Weg einzuschlagen, und alle Ängste und Herausforderungen, mit denen Sie konfrontiert waren, dies tun, gibt es ab heute nicht mehr. Sagen Sie Amen. Gott möchte Sie zu einem neuen Abschnitt in Ihrem Leben führen, und dieser wird einer der besten sein, die Sie je erlebt haben. Versuchen Sie, sich auf Ihre Gegenwart zu konzentrieren und alles zu vergessen, was passiert ist. Versuchen Sie nicht, alles, was Sie gerade durchmachen, zu verdrängen, und geben Sie sich auch nicht selbst die Schuld, da dies oft zu viel Kummer auf Ihrem Weg führt und Sie daran hindert, eine wesentliche Verbesserung auf Ihrem Weg anzustreben. Amen. Die Engel sagen Ihnen, dass Sie wirklich alle Ihre negativen Gedanken abschalten und anfangen sollten zu verstehen, dass das Universum umso mehr zu Ihren Gunsten sein wird und desto mehr Segen wird Ihnen zuteil werden, je mehr Sie positiv denken. Viele gute Dinge werden um Sie herum passieren und alles wird das Ergebnis einer Person sein, die durch die großen Hände Gottes sehr gesegnet ist. Amen. Der Feind versucht immer, auf andere Weise in Ihren Kopf einzudringen, und deshalb müssen Sie mit all Ihrem Glauben strahlen, damit dies nicht geschieht. Er wird sehen, dass Sie angesichts all der Wünsche, die er in Ihr Leben zu bringen versucht, nicht schwach sind und dass er nichts gegen Sie unternehmen kann. Wenn du stark bist, wird er fernbleiben. Amen. Gott ist Liebe und Treue, aber seine Gerechtigkeit ist auch gerecht. Andernfalls gibt es jedes Mal, wenn sie eine Sünde begehen und nicht bereuen, leider keine Möglichkeit zur Vergebung. Aber wenn sie etwas Falsches begehen und versuchen, es ihrem Vater zu gestehen, wissen sie, dass sie die Gelegenheit zur Vergebung haben werden. Amen. Die Engel sagen, dass eine neue Krankheitswelle auf jemanden zukommt, den sie selbst als Bruder sehr schätzen. Aber wenn sie diese große Befreiung in ihr Leben bringen und nicht noch mehr Leid auf sich zukommen sehen wollen, schlage ich jetzt vor, dass es an der Zeit ist, diese Botschaft mit 5 Menschen zu teilen, damit sie sie erreichen und ihr die Augen öffnen können, bevor es zu spät ist. Amen. Kommentieren Sie mit mir, jetzt ist es 23 Uhr und 32 Minuten, und fordern Sie, dass die Freilassung gewährt wird und dass es die oben genannte Person ist, der Tod bevorsteht. Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht, denn stattdessen wird der Feind heute besiegt. Aber wenn Sie es jetzt bestätigen und Ihr Like hinterlassen, wird das alles passieren.
Ich bitte Sie daher, diese Nachricht nicht aufzugeben. Amen. Mein Sohn, denk immer daran, dankbar zu sein für all die guten Zeiten, die du im Leben erlebt hast. Und ich weiß, dass Sie heute möglicherweise einen Moment des Schmerzes oder einen Moment des Unglücks erleben. Aber Sie müssen wissen, dass nur Gott Sie aus all dem herausholen kann, und Sie müssen wirklich innehalten, um nachzudenken und in der Lage sein, all diese schlechten Gewohnheiten loszulassen, die Sie einfach verzehren und Ihnen Ihre Erlösung nehmen. Amen. Der Feind versucht, in Ihr Leben einzudringen und viele dieser Früchte zu platzieren. Wenn Sie also den Fängen des Bösen entfliehen und ein Leben vernarbt von allem Schaden und Ungleichheit führen möchten, kann ich Ihnen Folgendes anbieten, um Sie aus dem Weg und in die dunkle Zone zu führen. Verlasse deine Mitmenschen und du wirst gerettet. Gott spricht heute durch diese Botschaft. Es wird nicht nur eine traurige Nachricht sein, sondern Sie haben eine sehr große Zukunft in Ihrem Leben vor sich. Aber Sie müssen die Stütze dieser Transformation sein, um alles hinter sich zu lassen, was Ihnen wehgetan hat, und um eine Zukunft zu haben, die eine große Unterstützung für Ihre Familie ist. Ich bin so stolz zu wissen, dass du dich veränderst und in diesem Moment die Gegenwart deines Vaters suchst. Sagen Sie Amen. Die Engel sagen dir, dass es nicht schlecht für dich ist, Freundschaften zu haben. Ein Fehler ihrerseits wäre es, zu versuchen, etwas zu verstärken, das nicht funktioniert. Weil sie wissen, wer die Menschen sind, die ihnen wirklich gut gehen wollen, genauso wie sie die Menschen kennen, die ihnen Schaden zufügen wollen. Deshalb sollten sie wirklich anfangen, ihre Augen für all das zu öffnen und zu erkennen, dass am Ende nur Gott und ihre Familie sie immer glücklich, in Gemeinschaft und voller Freude sehen wollen. Amen. Schreiben Sie mir jetzt 3243, damit Sie motiviert bleiben und darüber hinaus immer danach streben, Vertrauen in Ihr Leben zu bringen. Weil Sie wissen, dass es niemanden gibt, der über Gott steht. Er ist größer und kann Ihnen immer noch viele Segnungen und Chancen in Ihrem Leben bringen. Und von nun an werden Sie ein neuer Mensch werden, was auch immer Sie glauben. Amen. Für uns, mein Sohn, mach nie wieder den Mund auf, um dich zu beschweren. Von dem Moment an, in dem sie danach in unserem Leben streben, sollten sie wissen, dass praktisch alles, was sie berühren, die Quelle vieler Segnungen und Weisheit sein wird. Es war der Feind, der in der Vergangenheit versucht hat, sie eitel oder egoistisch zu machen, bis sie verstanden haben, dass sie es verdient haben, und der sie dann in den Ruin getrieben hat. Amen. Gott sagt, dass sie alle ihre Ziele in diesem Leben aufeinander abstimmen müssen, um auch die vielen kommenden Segnungen genießen zu können. Und wenn sie wirklich stark im Glauben sind, wird sich eine neue Einnahmequelle eröffnen, sodass sie alle ihre finanziellen Ergebnisse, die sie mir in den letzten Tagen beschert haben, verbessern können. Amen. Gott sagt, dass sie diese Botschaft so behandeln sollten, als wäre sie ein Zeichen der Gebete, die sie in ihrem täglichen Leben gebetet haben. Und es ist ein positiver Punkt zu wissen, dass du mein Sohn bist. Als Sünder suchen sie die Gegenwart Gottes, denn es gibt nur zwei Orte auf dieser Erde und sie wissen, wohin sie gehen müssen. Diejenigen, die im Bösen leben, tun nichts Gutes, und selbst diejenigen, die Gutes tun, sind nicht auf dem Weg des Bösen. Du wirst dich dafür entscheiden, selbst zu trainieren, welcher Weg zum Ende führt, und du wirst mir auch die Antwort geben. Die Engel sagen ihnen, dass jemand vor kurzem in ihr Haus gekommen ist und schlecht über ihr Erlebnis gesprochen hat. Das ist sehr schlimm, denn sie haben mit der falschen Person über ihre Schwächen gesprochen und dafür zahlen sie einen sehr hohen Preis in ihrem Leben, da sie viel Negativität anziehen und es ihre Schuld ist, dass sie nicht glücklich sind. Amen. Der Feind versucht immer, einen Weg zu finden, diejenigen zu vernichten, die ihm im Weg stehen, und auch diejenigen zu vernichten, die das Wort des Vaters suchen. Aber wenn sie ein gläubiger Mensch sind und daran glauben,
dass Jesus eines Tages zurückkehren wird, um alle Geretteten aufzusuchen, schlage ich vor, dass sie ihre Gleichgesinnten jetzt verlassen und sie werden große Dankbarkeit für die Fülle all ihrer Pläne zeigen, die sie haben Weg. Amen. Die Engel warnen sie, dass sie wirklich innehalten und darüber nachdenken sollten, was sie in ihrem Leben falsch gemacht haben und was sie davon abhält, das Leben zu verlassen. Es geht darum, den Mund aufzumachen, um schlecht über andere zu reden, denn das ist ein Fehler, den viele Menschen machen. Aber wenn sie daran arbeiten, wissen sie, dass sie sich immer erleichtert fühlen werden. Amen. Gott möchte sie auch aus diesem Weg der Illusion und Frustration befreien, den sie gegangen sind. Mein Sohn, glaube an das Evangelium und du wirst viele Segnungen erlangen können. Und ich muss Ihnen sagen, dass diese Woche, die bald zu Ende geht, ein großes finanzielles Wunder beginnt, das naht, sodass Sie die meisten Probleme lösen können, die Ihren Glückszyklus stark beeinträchtigen. Und das alles ist vorübergehend und wenn du bis zum Ende glaubst, musst du wissen, dass das alles ein Ende haben wird. Amen. Bitte, wenn Sie treu sind, schreiben Sie jetzt. Es ist 14 Uhr und 22 Minuten und wir bitten Sie, Teil eines neuen Weges zu sein, auf dem das Glück diese Tür berührt und alles hinter sich lässt, was Ihre Art zu verdienen und zu lieben nur beeinträchtigt hat, denn das ist alles Vergangenheit und wird nie wieder passieren. Amen. Mein Sohn, verpasse nie die Gelegenheit, einer seiner Botschaften zuzuhören, denn hier wirst du den wahren Zweck verstehen, den Gott in deinem Leben hat und was er tun möchte, ist einfach, dich zu einem stärkeren Menschen zu machen und dich von all diesen Dingen zu befreien. Sie erniedrigen dich einfach und nehmen dir deine Erlösung weg. Denn es scheint die Welt der Sünden sehr zu begünstigen, aber am Ende ist es nur eine Falle, die der Feind zu bereiten versucht. Amen. Nun haben die Engel ihnen noch ein sehr bedeutsames Geheimnis zu verraten. Sobald sie es wissen, sollten sie es wirklich für sich behalten und es nicht ständig erklären. Wenn sie dies tun, verlieren sie möglicherweise viele Segnungen und es wird große Auswirkungen auf ihr Leben und ihre Zukunft haben. Lassen Sie sich also nicht dazu verleiten, es preiszugeben. Amen. Gott sagt, dass du der Spiegel der Menschen bist, mit denen du am meisten zusammen warst. Nehmen Sie sich also die Zeit, alles zu analysieren, was Sie in den letzten Tagen Ihres Lebens getan haben, und das wird Sie zu einem stärkeren Menschen machen. Lassen Sie sich nicht durch Einladungen oder Kontakte vom richtigen Weg abbringen. Dies wird Sie an einen neuen Scheideweg bringen, da Sie dadurch nur in Versuchungen geraten und sich als schwach im Glauben erweisen. Amen. Die Engel sagen, dass es einen Menschen gibt, der dich wirklich oft anruft und dass, wenn du wissen willst, wer er ist, er wirklich am Ende sein wird und sich offenbaren kann, weil er das Gefühl der Liebe für dich und für dich empfindet, jemand, den sie kennen und der dies vertraulich spürt. Wenn sie es also wissen wollen, gehen sie nicht weg. Die Engel sagen dir, dass diese Welt leider voller Böser ist und dass es viele Menschen gibt, die vom Bösen verdorben wurden und dass nicht jedes Lächeln, das du vor dir siehst, wahr sein wird, da es viele verbitterte Menschen gibt, die Neid hegen und versuche, den Weg der Glücklichen zu zerstören. Für all das müssen sie ihre Augen öffnen. Amen. Gott sagt jetzt, dass bestimmte Dinge in deinem Leben oft nicht funktionieren, weil du Menschen in deinem Umfeld davon erzählt hast. Dies ist ein großer Fehler, über den sie nicht mehr nachdenken und den sie nicht mehr begehen sollten. Denn nicht alle Menschen, mit denen sie über ihre Pläne sprechen, werden ihnen applaudieren, denn die Menschen sind voller Böser und diese Welt wird von Tag zu Tag kälter. Und deshalb müssen sie ihre Augen für diejenigen öffnen, denen sie vertraut haben. Amen. Schreiben Sie jetzt mit mir. Es ist 16 Uhr und 21 Minuten. Ich bitte darum, dass der Feind nicht das Vergnügen hat, Sie erneut in einen großen Abgrund zu bringen. Der Schutz, den Sie erhalten, kommt von den Engeln.
Heute werden sie ihr Zuhause betreten und alles Böse und alle Gefühle der Traurigkeit beseitigen, die zuvor in ihrem spirituellen Freundschaftskreis gelebt haben. Der Feind versucht wieder einmal, in ihr Zuhause einzudringen, um Unbehagen zu bereiten und einen Streit zwischen ihnen und einem Familienmitglied zu provozieren, der alle geistig und finanziell zerstören wird. Und wenn sie verhindern wollen, dass diese Tragödie passiert, bitte ich sie, ihr Like jetzt zu verlassen, um zu zeigen, dass sie wirklich standhaft sind und dass nichts dergleichen passieren wird, weil sie die ganze Zeit zugehört haben. Gott ist sehr barmherzig und heute Morgen wurden sie von einem großen Abgrund befreit, in den der Tod sie stürzen ließ. Und ich bekräftige auch, dass sie in ihrem spirituellen Leben viele unbekannte Energien in sich getragen haben und dass sie all dem entfliehen müssen, bevor sie wirklich das Ergebnis einer Menge Unglücklichseins sind, das ständig auf ihrem Weg liegt. Amen. Die Engel warnen sie zum ersten und letzten Mal, dass sie dieser Botschaft bis zum Ende zuhören müssen, denn Gott hat ihnen noch etwas sehr Beeindruckendes über jemanden zu sagen, der in ihrer Vergangenheit gelebt hat und zurückkehren möchte. Aber sie sollten sich nicht so irren. Denn sie kommt nicht zurück, um dich glücklich zu machen, sondern um dich noch einmal zu zerstören, weil sie es nicht ertragen kann, dass alles gut für dich läuft. Mein Sohn, ich möchte dir etwas sehr Beeindruckendes sagen, von dem Moment an, in dem du anfängst, deinen ganzen Glauben, deine ganze Entschlossenheit in das Wort zu stecken und Gott an die erste Stelle zu setzen, wird praktisch alles, was du von heute an berührst, deinem Geschmack entsprechen. Wenn sie also eine neue Etappe beginnen möchten, hinterlassen sie ein "Gefällt mir" und alles wird wahr. Amen. Die Engel sagen, dass eine Armee negativer Energien in ihr Mobiltelefon eindringen und einen weiteren Tag voller Traurigkeit verursachen wird. Aber das wird nicht möglich sein, denn die Freude, die Gott in ihr Herz legen wird, wird alle um sie herum anstecken. Es wird ein sehr großer Tag und ein neuer Segen steht ihnen bevor. Amen. Kommentiere jetzt mit mir. Es ist 17 Uhr und 11 Minuten und ich bitte Sie, auch Sie zu bestätigen, dass es gute Freundschaften in Ihrem Leben gibt und dass all diese falschen und neidischen Menschen, die versuchen, Sie auf einen dunklen Weg zu bringen, nicht länger Teil Ihres Freundschaftszyklus sind. Denn Gott wird heute all das Böse an der Wurzel deines Lebens brechen, das versucht hat, dich zu zerstören. Amen. Nur Gott versteht den Schmerz, nur er ist in der Lage, alle deine Wunden zu heilen und dich gleichzeitig an einen viel besseren Ort zu bringen als den, an dem du gelebt hast. Und deshalb, mein Sohn, je mehr du dem Wort kommst und je mehr du danach suchst, desto mehr Ausdauer wirst du davor haben. Es kommen finanzielle Wunder, die ihnen viel Vermögen und Reichtum bescheren. Wenn sie es am wenigsten erwarten, werden sie ein erfolgreicher Mensch sein. Amen. Gott hat eine neue großartige Kommunikation auf ihrem Weg vor sich und es wäre für sie von entscheidender Bedeutung, jetzt ihr "Gefällt mir" zu hinterlassen und von diesem Moment an mit noch größerer Aufmerksamkeit zuzuhören. Denn was er ihnen in den nächsten Minuten offenbaren wird, wird ihr Gefühl, zu wissen, dass sie der am meisten bedachte Mensch in unserem Leben sind, zum Erfolg führen. Sie versucht, einen anderen Ort zu finden, und das ist wirklich schlimm. Amen. Die Engel warnen sie, dass der Feind in der Nähe ihres Hauses ist, damit er beobachten kann, wer ihre Nachbarn sind. Das Beste von allem ist, später zu versuchen, die vielen Unwahrheiten zu entlarven, die der Feind versucht, ihnen in den Weg zu legen. Und wenn sie das Ende dieser Nachricht erreichen, wird alles geschützt und zugestellt. Amen. Schreiben Sie nun 27 Stunden und 22 Minuten auf, damit in diesem Jahr 2024 alles, was Sie damals verloren haben, in Ihrem Leben wiederhergestellt wird. Und darüber hinaus gibt es auf ihrem Weg nicht mehr all die falschen Menschen, die versuchen, sie mit vielen Lügen zu vereinen. Das alles gehört der Vergangenheit an, mein Sohn.
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Zukunft und nichts anderes kann Sie erschüttern. Weil Sie ein Kind Gottes sind und heute gesegnet werden. Amen. Gott sagt Ihnen jetzt, dass Sie eine Menge schlechter Energie in Ihr Leben gezogen haben, weil Sie eine sehr schreckliche Sünde begangen haben. Sie müssen es jedoch korrigieren, sobald es in den nächsten Minuten hervorgehoben wird. Und deshalb wäre es für Sie sehr wichtig, diese Botschaft mit mindestens 4 Menschen zu teilen und Teil des letzten Dienstes zu sein, in dem Ihnen vergeben werden kann. Amen. Die Engel hatten eine Vision, in der etwas sehr Schreckliches in deinem Leben passieren könnte und wenn du dieser Versuchung, in die du geraten bist, nicht so schnell wie möglich entkommst, mein Sohn, ist es an der Zeit zu sagen, dass dein Leben immer am Ende ist. Wenn sie warten, werden sie feststellen, dass von einem Moment auf den anderen alles übertrieben ist und zusammenbricht, weil ihnen das richtige Wort fehlt und sie herumspringen und nicht glauben, was gesagt wird. Amen. Gott steht heute an vorderster Front, um sie vor einer großen Klippe zu retten, die auf sie zukommen könnte, und wenn das passiert, werden sie viele Tränen vergießen und jemanden, den sie sehr geliebt haben, für einen Fehler verlieren, den sie gemacht haben, und sie werden es tun, wenn du dich schuldig fühlst. Deshalb rate ich ihnen, den richtigen Weg zu wählen und Teil dieses großartigen Weges zu sein, der ihnen viele Befreiungen bescheren und sie aus diesem Weg der Zwietracht herausführen wird. Die Engel sagen, wenn du an einem Tag der Zwietracht lebst, liegt das an einer großen Sünde, die du begangen hast, und das wirst du in den nächsten Minuten erfahren. Deshalb rate ich ihnen, diese Nachricht nicht zu überspringen, sonst stehen sie wieder an diesem Scheideweg und es wird nicht das sein, worum es geht. Amen. Kommentieren Sie jetzt mit mir, 17.17 Uhr, noch einmal, um zu bitten, dass Sie auch darum bitten können, dass alle Mitglieder Ihrer Familie in Sicherheit sind und der Feind Ihr Zuhause nicht zerstören kann. Denn er ist derjenige, der dieses Mal das Schicksal sein wird, der nur dieses Wort will und das Ende erreicht. Und dann werden Sie spüren, wie groß die Gnade Gottes Ihr ganzes Leben lang ist. Amen. Gott sagt, dass er am Ende dieser Botschaft ihre vollständige Anwesenheit sehen möchte, weil er immer noch ein sehr wichtiges Thema hat, über das er mit ihnen sprechen möchte. Denn es ist der Feind, der versucht, alle ihre größten Erfolge zu erzielen, und wenn sie einen davon geben, sagen sie, dass sie ihn erreichen werden. Ich rate ihnen also wirklich, das nicht zuzulassen. Seien Sie stark im Glauben und Sie werden im Wort Ihr Zuhause finden können. Amen. Die Engel warnen Sie, dass Ihr Leben in Gefahr ist und dass am Ende des Nachmittags die neue Klippe passieren könnte und es zu einer großen Tragödie kommen wird. Wenn Sie diese große endgültige Befreiung erlangen und auf Ihrem Weg keine Tränen mehr vergießen möchten, seien Sie bitte Teil des letzten Aufrufs und Ihnen wird viel Frieden geschenkt. Amen. Die Tür, die Gott öffnet, kann niemand schließen, und auch heute wird es nicht anders sein. Er möchte Ihnen noch etwas anderes in den Weg stellen. Zweifeln Sie nicht und Sie werden einen Teil dieser Segnungen doppelt erhalten können und auch Ihre Familie wird viele gute Früchte ernten. Glauben Sie einfach dieser Botschaft und Sie werden erfolgreich sein. Amen. Die Engel sagen, dass sie sich in Wahrheit nur auf ihre Zukunft konzentrieren und immer mit den Zusätzen und Versuchungen brechen sollten, die sie in die Irre führen, denn das alles ist eine Illusion, die der Feind versucht hat, ihnen in den Sinn zu bringen, was er aber tun wird, nicht in der Lage sein, dies zu tun, weil er wirklich Integrität in ihren Entscheidungen zeigt. Amen. Mein Sohn, wann immer du dich alleine fühlst oder das Gefühl hast, dass etwas nicht stimmt, biete zuerst und höre dir dann eine unserer Botschaften an, um dich zu motivieren, eine bessere Zukunft zu sehen, weg von allem, was dich spirituell zerstört hat. Und sie werden noch viele Träume verwirklichen und viele Ziele in ihrem Leben erreichen. Habe nur Vertrauen. Gott ist immer an deiner Seite, egal was passiert.
Es kann durch deine Gedanken oder durch deine Gefühle geschehen. Und wenn sie in dieser Nachricht ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen und ihr "Gefällt mir" hinterlassen, sollten sie wissen, dass das, was morgen passiert, unerwartet sein wird, da ein neuer Erfolg schnell näher rückt. Amen. Die Engel sagen, dass dieses Jahr 2024 einer von vielen Siegen sein wird und sie in der Lage sein werden, viele gute Dinge in ihr Leben zu ziehen, nicht materiell, sondern indem sie immer durch das Wort reifen und neue Wege sehen, auf denen sie den wahren Frieden finden können, das du immer vor Gott gesucht hast. Amen. Sohn, der Feind hat versucht, dich zu vernichten oder hat versucht, dir mehrere Fallen in den Weg zu stellen. Er wird dazu nicht in der Lage sein, weil du so weit gekommen bist und zeigst, dass du es wirklich verdienst, alle Befreiungen zu erhalten und weiterzumachen innerer Frieden. Und obwohl du es versuchen wirst, wirst du es nicht schaffen, denn heute wird Gott dir Mitgefühl für alles zeigen, was dich wieder zum Weinen gebracht hat. Amen. Heute ist Gott gekommen, um ihnen ein neues Gefühl der Freude zu vermitteln und auch zu zeigen, dass sie in der Lage sind, Dinge zu ändern. Glauben Sie einfach an das Evangelium und Sie werden immer stärker werden, egal was passiert. Konzentrieren Sie sich einfach auf Ihr Ziel. Das ist alles, was von dir verlangt wird. Predige das Wort und ja, du kannst gesegnet werden. Amen. Die Engel sagen dir, dass du immer wieder aufstehen sollst, wenn du zu Boden fällst. Hören Sie sich jetzt unsere Botschaften an, und Sie werden nicht länger die Angst in Ihrem Herzen verspüren, wenn Sie wissen, ob Sie allein sind oder nicht. Denn das war Vergangenheit, und von diesem Tag an werden Sie die wahre Bedeutung finden, die Christus Jesus auf all Ihren Wegen gepredigt hat. Sagen Sie Amen. Mein Sohn, obwohl der Feind versucht, viele Barrieren in deinem Leben zu errichten, musst du dich darauf beschränken, Laster und Enttäuschungen zu errichten. Halte dich nicht zurück. Gott weiß, was du tust, nur er hat die Macht, dich zu richten und zu segnen. Hören Sie also auf Leute zu hören, die ihnen Lügen einreden. Sie versuchen immer, dich zu verwirren. Sie sind keine wahren Menschen und heute müssen sie dieser ganzen Lüge ein Ende setzen, die ihnen in den Weg kommt. Amen. Die Engel sagen ihnen auch, dass eine neue Zeit ihres Lebens naht und dass es eine der glücklichsten sein wird, die sie leben können. Und ihre Beziehung wird mit viel Gemeinschaft, Frieden, Gesundheit und Entschlossenheit erneuert, so dass sie wirklich ein Jahr einer der besten Phasen ihres Lebens erleben können. All dies wird ihnen gewährt. Amen. Mein Sohn, allein die Tatsache, dass du so weit gekommen bist, ist bereits ein großer Sieg. Der finanzielle Erfolg liegt viel näher, als sie sich vorstellen können. Und wenn sie wüssten, wie groß der Segen sein wird, der auf ihr Leben zukommt, würden sie bereits vor Freude hüpfen. Hinterlassen Sie ein "Gefällt mir" und teilen Sie diese Nachricht, um zu bestätigen, dass alles, was Sie tun, auf Ihrem Weg gut verlaufen wird. Denn von nun an wirst du als besserer Mensch von hier gehen als zuvor. Engel sind immer an deiner Seite, 24 Stunden am Tag, um dich vor allen Bösen und allen Gefahren zu schützen, die dich umgeben, mein Sohn. Und dieses Mal wird es nicht anders sein. Über jeden Abgrund, den der Feind dir in den Weg zu legen versuchte, hat er nicht gesiegt, denn du bist ein großes Versprechen des Vaters und wo er seine Hände hinlegt, kann niemand etwas tun. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wenn diese Botschaft ihr Herz berührt hat, bitte ich Sie, sie mit Ihren Freunden und Ihrer Familie zu teilen, die in der Gegenwart des Herrn bleiben müssen. Wir haben die Mission, das Wort Gottes in die ganze Welt zu bringen und so eine wahre Armee zu bilden, die den göttlichen Heiligen Geist verteidigt. Ich kann auf dich zählen? Vielen Dank, dass Sie hierher gekommen sind. Möge Gott Ihr Leben so sehr segnen und wir sehen uns im nächsten Video.